Also kann man ganz klar sagen, es ist ein absolut besonderes Projekt. Allein schon die Größenordnung für uns als Bauüberwachung eine 90 Kilometer Strecke mit begleiten zu dürfen, das ist einzigartig. Wir sind eingestiegen im Jahr 2008 mit dem Bibratunnel. Ja, wir haben begonnen, die Bauüberwachung am Bibratunnel aufzunehmen, haben dort 3 Jahre lang gearbeitet. Eine sehr erfüllende, erfolgreiche Arbeit war das gewesen und sind dann praktisch 2011 in das Folgeprojekt feste Fahrbahn, Oberleitung gewechselt. Die SET an sich ist eine Herausforderung. Das ist eine Brücke im Naturschutzgebiet, ne, mit allen Herausforderungen. An vorderster Front natürlich die Zeiten der Bauruhe, wo dort die Vogelbrutzeit berücksichtigt werden musste, die wir auch berücksichtigen mussten. Resultat ist jetzt dort eine herausragende Brücke, eine sehr große, lange Brücke, und wir haben dort 2 große Weichen drauf gebaut, damit wir mit hoher Geschwindigkeit Richtung Halle abbiegen können. Hier ist die Planfeststellung 1994 fertig gewesen mit einem rechtsgültigen Planfeststellungsbeschluss. Und das ist eigentlich kein großer Zeitraum. Wir wären pünktlich fertig. Also dieser Termin, Dezember 2015, der stand einmal und der wird gehalten. Also wir sind im Zeitrahmen und wir sind im Kostenrahmen. Und wenn das halt so lange dauern muss, damit man pünktlich fertig ist, dann ist es so.